Schwer, schwer, schwer. Hallo Gartenfreundin, ich habe was vor. Und da habe ich meine veredelte Gurken gefunden. Die sehen so bescheiden aus, habe ich ganz vergessen, da ist noch Anzuchterde drin. Die sind alle hier gelb, keine Nährstoffe. Und da dachte ich mir, Mensch, die sind doch veredelt. Die müssen doch die Kälte abkönnen. Dann pflanze ich die jetzt in Gewächshaus. Und da habe ich bei einem russischen Blogger einen Tipp gesehen. Und das hat meine Oma früher gemacht. Und da dachte ich, probiere ich das aus. Also, поехали. So, da sind meine Gurken. Ich habe die am 5. März veredelt. Keine Nährstoffe. Und dann habe ich auf einmal gesehen, seht ihr da? Eine Gurke. Und jetzt holen wir die noch raus, schauen, wie die Wurzelsystem aussieht, ob sich das lohnt. So, ah ja, schaut, die Wurzelsystem sieht doch gut aus, ne? Das heißt, vielleicht mein Experiment sogar klappt. Jo, es passt. So, jetzt brauchen die nur Nährstoffe. Und dafür brauche ich eine Blumenerde und auch natürlich der Sack. Diesen Sack werde ich erstmal halbieren. Ah, schönes Erde. Ich mag diese Erde. Die Erde hole ich vorsichtig hier raus. Ich brauche sie noch. Dann schneide ich hier den Boden weg. Den Sack werde ich komplett rausholen, dass der schwarze Seite nach vorne ist. Jetzt muss ich hier Platz aussuchen, wo ich die Pflanzen will. Und das, ich glaube, das ist der optimalste Platz hier. Jetzt nehme ich den Sack. Am besten ein paar Stöckchen dazu holen. Stecke ich hier so schön rein. Und das reicht schon, glaube ich. So, und jetzt kommt meine ganze Erde wieder rein. Hallo. Hallo. Hallo, kleiner Nachbar. Ich habe eben den Hammerbohr getan. Schön. So. Naja. Die Erde ist auch drin. Der Geheimnis, Gewächshaus, Sonne scheint tagsüber, die Folie schwarze nimmt die Wärme an und wird hier immer warm sein. Und da ich habe veredelte Gurke, mit Kürbis veredelt wurde oder mit Flasche Kürbis, die angeblich auch beim Kälte kann ihre Wurzel bilden, soll das vielleicht klappen. Die Wurzel werden nachher später durch das Loch weiter wachsen. Ich stecke erstmal den Topf rein, drücke das alles rein. Das muss ihr auch im Prinzip machen, ne? So. Dann hole ich den raus. Seht ihr was da? So, da ist er schon. Jetzt hole ich den raus. Wichtig, die Veredelungsstelle muss über die Erde sein. Reindrücken. Schaut ihr, wie perfekt das reinpasst, werde ich minimal gießen, weil die Erde ist feucht. Fertig. Und mein Knoblauch wird sie auch von den Pilzen vielleicht schützen erstmal. Benutze ich sowieso Trichoderma. Oh, Trichoderma, gut, dass ich gesagt habe. Leute, kommt hier. Diese Trichoderma habe ich vor Monaten gemacht. Das ist einfach Weizen und ich dachte, das wird nichts. Weizenkörner, aber es ist geworden. Und jetzt nehme ich mir so ungefähr 10 Körner. Verteile ich hier und bis sie so eingrabe. Jetzt habe ich hier Trichoderma. Es dauert natürlich, bis sie sich entwickelt hat. Optimal wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt in Wasser verdünnt habe und dann das verteilt. Aber das geht auch. Und so sieht man unser Wurzelsystem aus. Ganz vorsichtig wieder rein drücken. Meine schöne Trichoderma nicht vergessen. So,
verteile ich das alles. Die Trichoderma muss oben sein, nicht tiefer als 5 cm, weil sie braucht auch Sauerstoff zum Vermehren. Ganz minimal gieße ich das. Das war's. Hat euch mein Video gefallen? Willst du wissen, ob da was rausbekommt? Weil wir haben jetzt mal gerade 31. März. Ob dieser Trick von meinem Opa und einem russischen Blogger auch wirklich funktioniert? Darum, wenn du das auch wissen willst, Daumen hoch, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und vielleicht speichern, vielleicht willst du das nachmachen. Tschüss, eure sibirische Selbstversorger und Gartenoase.